Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung Gesundheit im Gespräch. Heute mit dem Thema Reizdarm, Darm ohne Charme. Es ist ja so, dass unser Wohlergehen ganz oft eng mit dem Bauch zusammenhängt. Das wissen wir alle, wenn wir mal richtig Bauchschmerzen gehabt haben oder Völlegefühl oder auch Stuhlunregelmäßigkeiten wie Durchfall oder auch Verstopfung. Das sind Symptome, die oft gar keine krankhafte organische Ursache haben, aber sie beeinträchtigen unsere Lebensqualität. Und wer das oft hat, der weiß davon, ein Lied zu singen. Und bevor man aber die Diagnose Reizdarm stellt, muss man natürlich auch noch andere Erkrankungen des Darmes ausschließen. Das sind zum Beispiel die chronisch entzündlichen Erkrankungen des Darmes, wie zum Beispiel die Colitis, Ulcerosa oder der Morbus Crohn oder auch sogar Tumore. Und wenn man dann die Diagnose hat, wenn die dann feststeht, dann geht es um die Therapie und auch hier ist es nicht so einfach. Da muss man natürlich auch mal schauen, was sind eigentlich die Auslöser, hilft vielleicht auch eine Ernährungsumstellung und so weiter. All diese Fragen, das ist ein großer Komplex, die werden heute von unseren Experten angesprochen und uns vorgetragen. Und ich freue mich, dass ich Ihnen heute die Experten, die hier auf dem Podium sitzen, vorstellen darf. Und ich begrüße recht herzlich, und zwar von links nach rechts jetzt, Herrn Michael Höckel. Herr Höckel war schon öfters bei uns. Er ist Apotheker und leitet die Zentralapotheke im Klinikum Kassel. Neben ihm sitzt Anja Later. Anja Later ist Ernährungsberaterin, wird vielleicht gleich noch mehr zu sich sagen, nehme ich fast an. Daneben haben wir Peter Ochs, der ist Ihnen ja auch bekannt als unser Moderator schon seit vielen Jahren. Sie wissen ja, Gesundheit im Gespräch findet jetzt schon seit 12 Jahren, glaube ich, statt. Und daneben begrüße ich recht herzlich Herrn Professor Bernd Reit von den Agaplesion Diakoniekliniken Kassel. Ein Wort, was mir immer noch nicht so ganz über die Lippen geht. Früher Diakonissenkrankenhaus, war irgendwie einfacher. Er ist Chefchirurg dort in dem Krankenhaus. Und neben ihm sitzt ein weiterer Professor, nämlich der Professor Dr. Frank Schuppert. Er ist ärztlicher Direktor der Gastroenterologie und ist selber Internist und hat auch noch andere Fachrichtungen zu vertreten, aber heute als Gastroenterologe da, beim Klinikum Kassel. Die beiden äußeren Herren kommen beide vom Klinikum Kassel. Dann darf ich mich schon mal vorab bei Ihnen bedanken, dass Sie da sind und uns gleich Rede und Antwort stehen und auch Input geben für dieses komplexe Krankheitsbild. Und ich darf mich schon mal vorab bedanken bei unserer Patenschaftskrankenkasse, der BKK Wirtschaft und Finanzen, die da hinten auch schon gut besucht gewesen ist. Ich darf mich bedanken bei den Gebärdensprachlerinnen, die ja da vorne schon zu tun haben. Ich darf mich bedanken bei Clip Media, den Herrn haben Sie eben schon gehört, Herrn Haberzettel, der heute die Veranstaltung auch wieder aufzeichnet. Und ich darf mich bei all meinen Kolleginnen und Kollegen, bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bedanken dafür, dass sie eigentlich immer alles so großartig vorbereiten und hier das Ganze in Ton und in Licht versetzen. Ja, ich hoffe, ich habe mich jetzt überall bedankt. Nein, ich habe mich noch nicht bedankt bei Ihnen, bei dem Publikum nämlich, bei Ihnen, liebe Gäste, dass Sie gekommen sind an so einem schönen Tag. Und ich wünsche mir natürlich, dass Sie ganz viele Anregungen bekommen heute Abend und auch, dass, wenn Ihnen etwas auf dem Herzen liegt, Sie gleich in dem Teil, wo Publikumsfragen doch nötig sind, dass Sie da auch wirklich mitdiskutieren und ruhig fragen, was Ihnen auf dem Herzen liegt. So, jetzt bedanke ich mich aber auch noch bei Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank. Ja, jetzt bedanke ich mich bei Frau Dr. Müller, der Leiterin unseres Gesundheitsamtes, die diese einführenden Worte gesprochen hat. Und sie sagte, sie hätten was auf dem Herzen. Dieses Gefühl kennen alle, aber kennen Sie auch das Bauchgefühl?
wir entscheiden doch viele Dinge nicht mit dem Kopf, sondern aus dem Bauch heraus. Ein gutes Bauchgefühl zu haben und dann richtig zu liegen, das merkt man sich auch. Manchmal zwickt der Bauch allerdings auch und das hat dann unschönere Gründe. Und darüber wollen wir uns heute Abend hier unterhalten. Aber ich habe ein gutes Bauchgefühl, das wird eine tolle Veranstaltung. Ich denke, wir machen jetzt nicht lange. Der erste Vortrag wird etwa 20 Minuten in Anspruch nehmen. Und die zweite Hälfte der Veranstaltung ist dann aber Ihnen gewidmet. Ich komme dann runter und Sie haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wenn Sie nicht gefilmt werden wollen, der Herr Haberzettel hat es schon gesagt, geben Sie mir ein Zeichen, kriegen wir hin. Aber ansonsten nur frei weg von der Leber. Bitte sehr, Herr Professor. Ja, meine Damen und Herren, liebe Frau Dr. Müller, vielen Dank für die netten Worte der Einführung. Ich bin sehr gerne gekommen. Vielen Dank, Herr Ochs, auch für die Moderation und an meine Kollegen, die dort sitzen. Ich will nicht viel Zeit verplempern, wir fangen gleich an. Das Thema lautet das Reizdarmsyndrom, wie definieren, wie diagnostizieren, wie therapieren. Und es ist ja heute üblich geworden, dass man erstmal zeigt, dass man keine finanziellen Interessen hat. Ich bekomme kein Geld dafür und rede sozusagen unabhängig. Das Reizdarmsyndrom ist, was diese Grafik zeigen soll, eine sehr häufige Erkrankung in Deutschland. Sie sehen, wir schätzen etwa 12 Millionen Menschen leiden darunter. Und wir müssen es gewissermaßen abgrenzen von anderen Erkrankungen, die natürlich ebenfalls sehr, sehr wichtig sind. Dickdarmkrebs sei genannt, Refluxkrankheit, Morbus Crohn, allerdings auch seltener. Und das zeigt eigentlich schon das erste Problem, was sich wie ein roter Faden durch diesen Vortrag ziehen wird, dass man beim Reizdarmsyndrom immer eine Ausschlussdiagnose letztlich stellt. Also wir müssen an viele, viele andere Erkrankungen denken, müssen die ausschließen und können dann am Ende sagen, so, das ist das Reizdarmsyndrom. Es ist keine sehr gut definierte Erkrankung. Das klang eben schon bei der Anmoderation an. Wir alle haben ein Bauchgefühl, wir alle merken, dass in bestimmten Reaktionen, Situationen unser Bauch reagiert. Wann fängt das an, eine Krankheit zu sein? Ja, und die vielen möglichen Symptome, die darum kreisen, sind hier auch so genannt. Die will ich jetzt hier gar nicht aufzählen. Und wenn man etwas so in das Zentrum des Ganzen geht, dann bewegen wir uns in Richtung Reizdarm. Also Reizdarm kann sich äußern über den Durchfall, über Verstopfung, über Bauchschmerzen. Und Sie sehen schon, dass das keine gut definierte Erkrankung ist. Und das macht das Ganze auch so schwierig. Weil das so ist, haben sich Experten zusammengesetzt. Die letzte gültige Leitlinie meiner Fachgesellschaft ist von 2011. Die basiert auf den sogenannten Rom-3-Kriterien. Mittlerweile gibt es die Rom-4-Kriterien, das ist aber ganz egal. Das Entscheidende ist, dass im Prinzip drei Kriterien erfüllt sein müssen. Erstmal müssen die Beschwerden chronisch sein. Chronisch heißt in der Medizin in der Regel länger als 3 Monate. Dann muss der Patient es wahrnehmen als Einschränkung der Lebensqualität. Und schließlich müssen wir andere Ursachen ausschließen. Und das wird im Folgenden noch mal etwas erklärt. Wichtig ist, dass die Stuhlfrequenz, sage ich mal, nicht mehr das Entscheidende ist. Sie kennen das vielleicht auch noch, wie früher das so gesagt wurde, ja, man hat immer Durchfall oder man hat immer Verstopfung. Wir sind heute einen Schritt weiter. Es ist der Patient, der entscheidet, ob er einen Reizdarm hat oder nicht. Ja? Man kann nicht dem Patienten sagen, du hast ja gar keinen Durchfall, also hast du kein Reizdarmsyndrom. Der Patient, wenn der Patient sagt, ich habe ein Problem mit meinem Magen-Darm-Trakt, dann hat er das Problem. Das kann man ihm auch nicht ausreden. Und dann in den letzten Jahren hat enorm an Bedeutung gewonnen die Darmspiegelung, nicht nur, aber auch zum Ausschluss von Dickdarmkrebs und die gynäkologische Untersuchung. Das mag für viele noch etwas neu sein, aber seit der letzten
Leitlinie haben wir das sozusagen offiziell aufgetragen bekommen, dass Frauen unbedingt einen bösartigen Tumor der Gebärmutter ausschließen lassen sollen. Sie alle gehen ja zur Vorsorge und dann muss man eben zu seinem Gynäkologen des Vertrauens gehen und er muss einmal gucken, dass die Gebärmutter in Ordnung ist. Und das andere, was wir unbedingt ausschließen müssen, ist Dickdarmkrebs. Warum? Die Symptome eines Dickdarmkrebs können so sein wie bei einem Reizdarm. Und es gibt ja in der Tat auch Patienten, die auf Reizdarm behandelt worden sind und hatten dann Dickdarmkrebs. Und dass das relevant ist, sieht man, dass man eben bei diesen Symptomen wirklich gehäuft auch dann einen solchen Tumor findet. Also, das war der Teil Definition. Jetzt kommen wir zur Diagnosestellung. Das ist das, was Sie sehen, wenn Sie einen entzündeten Darm sehen. Ja, Sie machen eine Darmspiegelung, Sie sehen hier einen entzündeten Darm. In diesem Fall ist es eine Colitis ulcerosa, also ein Teil oder eine Spielart der chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Und das ist eine ganz wichtige Diagnose. Warum? Es gibt viele Patienten, die werden jahrelang auf Reizdarm behandelt, haben aber eine unbehandelte Colitis ulcerosa oder einen unbehandelten Morbus Crohn. Und deswegen muss man einmal wirklich reinschauen in den Darm. Und wenn man sowas sieht, was auch, glaube ich, der Laie sofort erkennt, das ist entzündete Darmschleimhaut, so sieht gesunder Darm nicht aus, dann hat man keinen Reizdarm, sondern hat man eine ganz andere Erkrankung. Und zum Beispiel kann man eine Colitis ulcerosa mit TNF-Alpha-Inhibitoren behandeln. Das Dia ist aus einem anderen Vortrag von mir. Das wollen wir natürlich heute nicht vertiefen. Also darum geht es sozusagen. Das nächste, worum es geht, und da wird mein nachfolgender Redner Ihnen noch viel mehr dazu erzählen, ist Darmkrebs. Auch das sieht man so auf den ersten Blick. Das ist kein gesunder Darm. Ja, hier ist so eine Vertiefung, hier ist entzündete Schleimhaut, das gehört da nicht hin und das ist Darmkrebs. Muss man unbedingt vorher ausschließen, ehe man sagt, ich behandle jemanden auf ein Reizdarmsyndrom. Der Darmkrebs ist insgesamt sehr, sehr häufig. Sie sehen hier in der aktuellen Statistik von 2012, dass er bei Frauen der zweithäufigste Tumor ist. Beim Mann war er der zweithäufigste Tumor, er ist heute der nur noch dritthäufigste. Warum? Wir haben die Vorsorgedarmspiegelung. Und ich möchte unbedingt dafür werben, leider gehen etwa nur 20% der Bevölkerung dahin. Ab 55 kann man das machen. Bitte gehen Sie zu den in der Regel niedergelassenen Gastroenterologen, machen Sie so eine Darmspiegelung. Sie sind auf der sicheren Seite. Etwa jeder 110. vermeintlich gesunde Mensch, der zur Darmspiegelung geht, hat Krebs. Ja, das ist relevant und das ist dann eben kein Reizdarm. So, was machen wir jetzt weiter, wenn man das so sieht? Jetzt mache ich eine Darmspiegelung und ich sehe, der eine ist gesund, der andere hat Reizdarm. Sehen Sie einen Unterschied? Nein. Und das ist sozusagen eines schon der Botschaften dieses Vortrages. Sie können ein Reizdarmsyndrom nicht dadurch diagnostizieren, dass Sie eine Darmspiegelung machen, denn der Darm sieht gesund aus. Die Darmspiegelung dient dazu, andere Erkrankungen auszuschließen, wie ich gerade sagte. Also wenn die Darmspiegelung nicht hilft, dann müssen wir andere Dinge machen. Und hier, das ist nur mal so ein Bild aus einer wissenschaftlichen Veröffentlichung. Sie wissen, früher war Reizdarmsyndrom auch so ein bisschen stigmatisiert. Ja, der Patient, ach, das bildet er sich vielleicht auch nur ein und wer weiß, das war immer so ein Sensibelchen. Und heute weiß man, dass es eine definierte Erkrankung ist mit vielen Ursachen. Und eine davon ist, dass der Darm vermehrt Signale in das Gehirn schickt. Also der Patient bildet sich das nicht ein, sondern der Darm schickt vermehrt Signale in das Gehirn und das Gehirn nimmt das wahr. Und das soll dieses Bild einfach nur zeigen, ohne da jetzt vertieft drauf einzugehen. Es findet eine vermehrte Nervenaktivierung statt. Hier sehen Sie die Kontrollgruppe und hier sehen Sie die Patienten mit Reizdarm, wo einfach mehr Nervenaktivität zu sehen ist. Also ein ganz wichtiger Punkt, es ist eine organische Erkrankung. Ja, es ist eine echte organische Erkrankung und keine Einbildung. So, und jetzt kann man ganz viele Dinge machen und kann viele Faktoren untersuchen und Zellen untersuchen. Da möchte ich jetzt im Detail natürlich nicht drauf eingehen. Aber auf eine Sache, die in den letzten Jahren zunehmend spannend geworden ist, und das sind die Mikrobiota, also die Bakterien im Stuhl. Und dazu will ich dann doch noch was sagen gleich. Aber das war schon mal so die Ankündigung.
Also, wenn wir jetzt mal den jetzigen Stand zusammenfassen, wir haben gesagt Reizdarmsyndrom, Diagnosesicherung, wir reden mit dem Patienten, wir untersuchen ihn und jetzt müssen wir andere Erkrankungen ausschließen und das ist wichtig. Also, der Arzt macht Blutuntersuchungen, er untersucht den Patienten, er macht Ultraschall. Frauen gehen zum Gynäkologen, sagte ich schon. Männer lassen sich den Darm, Männer und Frauen lassen sich den Darm spiegeln. So, und dann gibt es noch weitere Laborwerte, die schon etwas spezieller sind. Das geht so in Richtung Entzündung der Bauchspeicheldrüse, dann Kalprotektin im Stuhl, ein ganz wichtiger Parameter, der die Entzündung im Darm anzeigt, wie ich immer sage, die Blutsenkung sozusagen des Magen-Darm-Spezialisten und ein Reizdarm hat typischerweise einen normalen Kalprotektinwert oder einen normalen Entzündungswert im Blut. Das sieht alles gesund aus. Dann denke ich an die SPRU oder Zöliakie, ja, eine Glutenunverträglichkeit. Ich kann den Darm untersuchen, die mikrobiologische Untersuchung des Darms kann eine bakterielle Entzündung ausschließen. So, und dann, wenn ich das Ganze runterbreche, dann geht es um die Frage, hat der Patient Durchfall, sprich Diarrhö, oder hat er keine Diarrhö? Schauen wir uns jetzt erstmal an, keine Diarrhö, dann kann er eine Verstopfung haben, man spricht dann vom Reizdarmsyndrom, vom Verstopfungstyp, dann kann ich bestimmte Untersuchungen machen, auf die ich jetzt wirklich im Detail nicht eingehen kann. Und wenn ich sage, Leitsymptom sind Blähungen, dann denke ich zum Beispiel an eine bakterielle Fehlbesiedlung im Darm. Es könnte zu viel Zucker im Darm sein, was die Bakterien dann verstoffwechseln und Gase produzieren. Dann kann es zum Beispiel sinnvoll sein, H2-Atemteste zu machen mit Zucker, Laktose, also Milchzucker, Fruchtzucker und so weiter. Das ist dann eben kein Reizdarmsyndrom, sondern es ist zum Beispiel eine Milchzuckerunverträglichkeit. Und komme ich dann zur Diarrhö, was im Prinzip die häufigste Spielart ist des Reizdarmsyndroms, dann kann ich weitere Untersuchungen machen, wie zum Beispiel eine Infektion ausschließen, was ich schon gesagt habe. Und Sie sehen an der Problematik, das sind ganz viele Erkrankungen, auf die ich hier nicht eingehe, die alle auch Durchfall machen können, längerfristigen Durchfall über 3 Monate. Also ich rede hier nicht über Reisediarrhö, ja. Eine Erkrankung, die noch ganz interessant ist, deswegen habe ich sie einfach mal rausgegriffen, ist das Gallensäureverlustsyndrom. Klassischerweise hat man ein Gallensäureverlustsyndrom, wenn einem Stück Darm fehlt, konkret der Übergang Dünndarm-Dickdarm, also in der Regel operierte Patienten. Es gibt aber auch Patienten, die haben anatomisch sozusagen intakten Darm, können aber trotzdem Gallensäure nicht aufnehmen. Und da hilft es immer zu sagen, ich gebe denen ein bestimmtes Medikament, Cholesteramin, müssen Sie sich jetzt nicht merken, aber man kann einen Behandlungsversuch machen, weil es kostet fast nichts, ist einfach für den Patienten einzunehmen. Und oftmals ist es eben kein Reizdarmsyndrom, sondern ein Gallensäureverlustsyndrom. Ja, und dann kommen wir auf etwas, und jetzt komme ich nochmal auf diese Mikrobiomgeschichte. Das ist ja nur eine sehr spannende Sache, ist auch viel in der Laienpresse. Jetzt schaue ich in den Darm und was sehe ich? Ich sehe da so Membranen, Pseudomembranen, Entzündung. Das sind Bakterien, die wachsen auf der Schleimhaut. Das ist eine sogenannte pseudomembranöse Colitis, hervorgerufen durch Clostridium perfringens. Und jetzt kommen wir zu diesem Mikrobiom. Mikrobiom, das sind die Gene und Mikrobiota, das sind die Bakterien. Und Sie sehen, überall haben wir Bakterien im Mund, im Magen-Darm-Trakt, im Urogenitaltrakt, auf der Haut, in der Nase und so weiter. Und es sind unglaublich viel dieser Mikroben. Man sieht, wenn man die Gene des Menschen addiert, dann ist das nur so eine kleine Kugel. Und die Gene dieser ganz vielen Bakterien, die wir im Darm haben, machen dann so eine große Kugel. Also mit anderen Worten, wir haben mehr Zellen im Darm, als unser Körper sozusagen hat, aus denen wir bestehen. Und das spielt eine ganz große Rolle, zum Beispiel beim Übergewicht oder beim Zucker. Es gab Experimente, wo man schlanken Mäusen Nahrung gegeben hat, die dicke Mäuse vorher hatten, man hat Stuhl transplantiert und die dicken Mäuse wurden dann auf einmal ganz schlank. Also die Ernährung hat etwas zu tun mit, ob wir übergewichtig sind, aber auch die Bakterien in unserem Darm, ganz, ganz spannende Dinge. Und mit der Fettleber, die auch in letzter Zeit sehr viel untersucht worden ist. Richtig
sozusagen etwas Musik in diese Geschichte ist gekommen, als man gesehen hat, man kann Stuhl transplantieren, fäkaler Mikrobiota-Transfer. Wir haben das mittlerweile etabliert im Klinikum. Da sieht man einen Oberarzt, Dr. Lindemüller aus meinem Team, der hat das etabliert. Der hat dort eine Lösung, die wird also in den Darm verbracht. Und ich kann Ihnen sagen, es ist fantastisch. Am selben Tag, am Abend, hat der Patient keine Durchfälle mehr, wenn die Durchfälle entstanden sind durch diesen bestimmten Keim. Und das Entzündungswert, hier C-reaktives Protein, ist am nächsten Tag auf die Hälfte gesunken und der Patient geht am übernächsten Tag nach Hause. Wir haben mittlerweile 8 Patienten transplantiert. Wir machen das wissenschaftlich eng angebunden mit der Universität Jena zusammen. So etwas kann man nur wissenschaftlich machen. Man kann nicht einfach transplantieren, das funktioniert da nicht. Und das ist ein toller Ansatz. Dass das vielleicht auch was mit dem Reizdarm zu tun hat, das zeigt dieses Bild. Wir wissen seit langer Zeit, dass man nach Infektionen gehäuft Reizdarm bekommt. Es gibt das sogenannte postinfektiöse Reizdarmsyndrom, also nach einer Infektion bekommt man Reizdarm. Und man sieht das hier an diesem Bild, dass Patienten, die eine Infektion hatten mit Clostridium perfringens, also was ich gerade sagte, die kriegen dann im Vergleich zu den Kontrollen gehäuft Reizdarmsyndrom, aber auch Refluxkrankheit oder Verstopfung. Also dieser Keim macht was mit dem Darm und auch der dann gesunde Mensch hat ein verändertes Mikrobiom, also eine veränderte Stuhlflora. Und man hat so ein Experiment gemacht, auch für Reizdarmpatienten. Man hat ihnen den eigenen Stuhl transplantiert, das war sozusagen die Kontrollgruppe. Und man hat ihnen Stuhl von einem Spender transplantiert. Und Sie sehen, dass die Beschwerden signifikant abgenommen haben bei denen, die einen Stuhl bekommen haben von einem Patienten, der keinen Reizdarm hatte. Das Problem des Ganzen ist, nach einem Jahr waren die Symptome wieder so wie vorher. Also nicht bitte daraus schlussfolgern, wunderbar, ich habe ein Reizdarmsyndrom, ich lasse mir Stuhl transplantieren und dann bin ich gesund. So einfach ist es nicht, aber es zeigt nur einfach auf, wie wichtig Mikrobiom ist und in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Da sind sicherlich weitere Untersuchungen notwendig. So, wenn man das nun also zusammenfasst, dann kann man sagen, nur 3,5% aller Patienten, die mit Reizdarm und Durchfall kommen, haben am Ende wirklich ein Reizdarmsyndrom. Bei den anderen hat man nicht gut genug hingeguckt. Und das ist auch so eine Botschaft vielleicht dieses Vortrages. Geben Sie sich nicht mit dazu zufrieden, dass der Arzt sagt, Sie haben Reizdarm. Ja, es gibt ganz viele Erkrankungen, an die man denken muss. Und die muss man auch ausschließen, sonst darf man die Diagnose nicht stellen. So, und dann sind wir nun beim Reizdarmsyndrom, dann kommen wir zur Behandlung. Jetzt wird es sehr unübersichtlich, erst recht. Warum? Ich habe Ihnen gesagt, es gibt ganz viele Erkrankungen, die da mit reinspielen, in die sozusagen von denen Reizdarmsyndrom abzugrenzen ist. Und entsprechend gibt es auch unterschiedliche Therapieformen. Kann man sich ja auch vorstellen, dass man jemanden mit Reizdarmsyndrom, der Durchfall hat, anders behandelt als einer, der ein Reizdarmsyndrom hat mit Verstopfung zum Beispiel. Deswegen kann ich das jetzt unmöglich alles mit Ihnen besprechen. Ich greife 2, 3 Dinge einfach exemplarisch heraus. Es gibt sogenannte Prokinetika, also Patienten, die eine Verstopfung haben. Dann kann ich dem zum Beispiel Tabletten geben, die den Magen-Darm-Trakt stimulieren. Das ist eine gute Sache. Und Probiotika, da sind wir wieder bei dem Thema, wir verändern die Zusammensetzung, die bakterielle Zusammensetzung der Stuhlflora. Aber Sie haben gesehen, wie viel mehr Bakteriengenom der Mensch im Darm hat, jedenfalls viel, viel mehr, aus denen er selber besteht. Und zu denken, ich nehme einfach morgens, mittags, abends irgendeine Tablette mit anderen Bakterien und ich verändere meine Stuhlflora nachhaltig, ist wahrscheinlich zu einfach gedacht. Aber wir stehen erst am Anfang dieser ganzen Diskussion. Und schließlich gibt es auch noch bei einer bakteriellen Fehlbesiedlung die Möglichkeit, Antibiotika zu geben. Zum Glück muss ich das nicht alles selbst wissen. Ich mache ja regelmäßig mit meinem Kollegen und Freund Michael Höcke Visite im Klinikum. Und Internisten denken ja immer, sie kennen die Medikamente ganz genau, die sie verordnen. Und Herr Höcke erinnert mich dann jeden Tag daran, dass das nicht so ist. Also er kann Ihnen sicherlich dann auch noch was dazu sagen, wenn Sie konkret Fragen haben zu dem einen oder anderen Medikament. Da sind wir 3 bei einer Visite.
So, ich fasse zusammen. Paradigmenwechsel. Wer ein Reizdarmsyndrom hat, bildet sich das nicht ein. Es ist eine organische Erkrankung des Darms. Wir haben von der neuen Definition gehört. Es ist eine Entzündung im Darm. Es kommt zu veränderter Stuhlflora. Wir müssen abgrenzen, ist es Dünndarm, ist es Dickdarm. Entsprechend viele Subtypen gibt es. Sie haben gehört, es gibt welche mit Durchfall, mit Verstopfung, mit Schmerzen und so weiter. Wir müssen intensive Diagnostik machen. Wir müssen insbesondere Dickdarmkrebs abgrenzen davon. Die chronisch entzündliche Darmerkrankung, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, und auch eine Infektion mit Clostridium difficile, was ich schon sagte. Und schließlich geben wir zum Beispiel Probiotika oder Antibiotika. Das muss man dann sehen. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und werde sicherlich gerne noch nachher Ihre Fragen beantworten. Vielen Dank, Professor Schuppert. Kommen Sie ruhig wieder hoch zu uns. Und Herr Professor Reit, Sie sind an der Reihe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Müller, lieber Herr Ochs, vielen Dank auch für die Einladung hierher. Reizdarm aus chirurgischer Sicht ist nach dem Feuerwerk, das Professor Schuppert jetzt schon mal abgebrannt hat, ganz schwer überhaupt noch zu toppen. Das kann ich sicher nicht, aber ich werde versuchen, mit einigen Worten aus dem Diakonissenkrankenhaus, so wie man es früher genannt hat, und so wie es auch eigentlich heute überall noch gerne genannt wird, Ihnen zu berichten, was ist aus chirurgischer Sicht von Bedeutung. Sie haben schon die verschiedenen Leitsymptome gehört. Und natürlich Durchfall, Verstopfung, Blähung sind so der Alltag. Beim Chirurgen landen aber die Menschen eher mit den Schmerzen. Deswegen steht das bei uns in der Diagnostik natürlich ganz oben an, denn bei uns kommt eher jemand mit der Frage, ist das so akut, dass man was operieren muss? Und natürlich, ein Reizdarm ist nicht das, was wir operieren, das ist ganz klar. Dass Sie mit Reizdarm in Deutschland an dieser großen Zahl, die Sie vorhin schon gesehen haben auf einer Folie, weltweit nicht alleine stehen, soll Ihnen dieses Bild zeigen. Also es ist keine Erkrankung, die hier nur Deutschland betrifft, sondern die einfach weltweit vorkommt. Was ist denn nun die chirurgische Sicht des Reizdarmes? Aus meiner Sicht klären wir natürlich immer ab, wie weit ist denn bei solchen Beschwerden, insbesondere Schmerzen, die Lebensqualität eingeschränkt? Wir wollen also wissen, was für einen Schweregrad diese Situation für den Betroffenen hat. Wir grenzen natürlich auch ab zu anderen Problemen. Denken wir nur Durchfall, Stuhlschmieren, also auch Patienten, die eine Inkontinenz haben, kommen manchmal mit der Diagnose, ich habe einen Reizdarm und deswegen funktioniert das nicht. Also auch das ist für uns wichtig. Und ich bin ganz froh, dass Herr Höckel da ist, weil es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, die solche Beschwerden und auch solche Symptome auslösen können. Auch das muss man wissen. Ich erlebe auch immer wieder Patienten in der Sprechstunde, die ein Problem haben, weil sie so viel Stuhlgang haben. Über Stuhlgang spricht man ja eigentlich nicht. Das ist so ein Bereich in unserem Leben, der nicht mit Scham belegt ist, also wenig Scham hat. Aber dann höre ich immer, da werden kiloweise Quellstoffe genommen und dann wundert man sich, warum plötzlich die Stuhlmenge so riesengroß ist und warum das alles so weich ist. Und manchmal ist der Alltag so ganz banal, indem ich sage, schreiben Sie doch 2 Wochen mal auf, wie so der Stuhl beschaffen ist, wie oft Sie Stuhlgang haben. Führen Sie mal ein Tagebuch. Denn wer erinnert sich noch vor 2 Tagen, ob er Stuhlgang hatte oder nicht, oder wie er aussah, war es viel, war es wenig? Es ist ein wirkliches Problem. Und natürlich aus chirurgischer Sicht geht es um den Ausschluss, und das haben wir auch gerade schon gehört, Entzündungen und Tumoren, die alle diese Symptome, die wir beim Reizdarm haben, ja nachmachen können. Von der Infektion, der Colitis haben wir schon gehört, vom Krebs haben wir auch schon gehört. Und ich sage immer, das ist so ein Spruch, den die amerikanische Krebsgesellschaft vor ein paar Jahren mal gebracht hat. Sie fühlen sich großartig, Sie haben einen gesunden Appetit, Sie sind erst 50, dann haben Sie typische Symptome von Darmkrebs. Das ist so plakativ und so wichtig, dass man an das Thema denkt, weil es tatsächlich so ist.
Wenn Sie sich diese Tabelle einfach mal angucken und hier sind so Altersklassifikationen, dann sehen Sie so mit dem 50. Lebensjahr ist die Zahl der Darmkrebsfälle deutlich und dramatisch zunehmend, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Also es ist die Erkrankung, plakativ, man ist 50, fühlt sich wohl, typisches Symptom von Darmkrebs, weil Darmkrebs leider, wie viele Krebsarten, kaum frühe Symptome macht, sondern erst spät in Erscheinung tritt. Und wenn man die Vorsorge, Darmspiegelung anschaut und sich mal darüber überlegt, das ist eine Untersuchung aus der Kassenärztlichen Vereinigung 2012, alle Vorsorge-Darmspiegelung angeguckt und Sie sehen schon, gesicherter Darmkrebs immerhin in 1,2%. Also eine Untersuchung, wo ich sagen muss, jawohl, die gibt uns große Hinweise. Aber was viel erschreckender ist hier, 25% hatten einen sogenannten Polyp, ein bisschen mehr sogar als 25%. Also die Vorsorge macht Sinn, denn das Risiko an Darmkrebs zu erkranken ist groß. 6% der Bevölkerung, jeder 17. oder mehr als 4 Millionen aller heute lebenden Deutschen werden im Laufe ihres Lebens einmal einen Darmkrebs bekommen. Und ohne Darmkrebsvorsorge würden sich in Deutschland so bei der Hälfte der Menschen bei 40 Millionen Polypen entwickeln. 4 Millionen kriegen Darmkrebs, haben wir schon gehört, 1,4 Millionen versterben an Darmkrebs. Also es ist eine Volkskrankheit und deswegen steht es immer mit der Frage, kann ich das verhindern? In der Allgemeinbevölkerung, da gibt es sehr gute Daten, das Risiko an Darmkrebs zu erkranken 6%, zu versterben 2%. Und wenn ich zur Vorsorge gehe, sehen Sie mal, reduziert sich das um den Faktor 10. Also ein klares Plädoyer für die Vorsorge. Natürlich, wenn Darmkrebs da ist, und ich habe extra bewusst keine Bilder aus dem OP gebracht, sondern nur Schemazeichnungen. Wir finden heute, egal wo der Darmkrebs sitzt, Lösungen. Die enden auch nicht alle mit einem künstlichen Darmausgang. Auch das ist nicht mehr ein Schreckgespenst, was wir haben. Aber wir finden Lösungen. Und ich möchte noch einmal das Plädoyer aufrufen für meinen Kollegen, den Gastroenterologen. Der steht hier am Ende bei der Spiegelung mit seiner Schlinge und will den kleinen Polypen rausholen. Das ist so ein Bild einer Endoskopie und da ist der Polyp mit der Schlinge abgetragen. Das ist nicht Chirurgie, das ist Vorsorge, das ist Darmkrebsbehandlung. Deswegen ist die Vorsorge so wichtig und es lässt sich nicht alles nur mit dem Satz zusammenfassen beim Reizdarm. Mir fehlen Ballaststoffe, deswegen habe ich einen Reizdarm. Das wäre zu einfach und zu plakativ. Und ich bedanke mich bei Ihnen für die kurze Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Reit. Sie haben sicherlich noch viele Fragen zu beantworten nachher. Machen Sie ein kleines Päuschen, kommen Sie zu uns hoch. Und jetzt muss ich mich mal nach rechts wenden. Die Dame, normalerweise kommen Sie zuerst dran, aber heute bei uns leider nicht, Frau Later. Als Ernährungsberaterin muss ich mir vorstellen, haben Sie ja meist mit Menschen zu tun, die schon irgendwelche Probleme haben. Gehen Sie auch prophylaktisch an die Menschen ran und sagen, im Übrigen solltet ihr mehr dies oder das? Oder kommen die Leute zu Ihnen und sagen, ich habe da mal folgendes Problem und Sie haben bitte schön eine Lösung? Natürlich kommen die Leute zu mir, die haben ein Problem. Das werde ich mit den Patienten auch bearbeiten. Aber natürlich ist der wichtigste Aspekt die Prävention. Das sehe ich auch so. Ich betrachte nicht nur die Krankheit, mit denen der Patient zu mir kommt. Das wäre wirklich zu kurz gedacht. Ja, jetzt frage ich mal ganz einfach, wo sitzen Sie? Haben Sie eine Praxis oder wer schickt die Leute zu Ihnen? Zu mir kommen die Patienten in der Regel mit einem Rezept von ihrem Arzt. Der behandelnde Arzt stellt ein Privatrezept aus und dann werden Termine mit mir vereinbart. Die Krankenkassen übernehmen in der Regel 5 Beratungstermine zu einem großen Teil und ich sitze im Vorderen Westen in der Pestalozzi-Straße. Sind das dann,
Vier-Augen-Beratungen oder ein Ehepaar bei Ihnen oder wie sieht das aus? Ja, das ist so, wie eigentlich der Patient das wünscht. Gerne werden gerade bei den Herren, bei den Patienten auch die Damen mitgenommen, weil die meisten ja auch die Versorgung auch übernehmen. Aber ich mache das mit den Patienten so, wie es auch passt. Ich vereinbare individuelle Termine. Es werden keine Gruppenberatungen durchgeführt in dem Bereich. Eine Frage haben wir noch gar nicht diskutiert. Ist das eine Altersfrage? Sind da nur alte Menschen von betroffen, mittelalterliche oder vielleicht auch Kinder und Jugendliche? Ich habe da leider die Statistiken nicht im Kopf. Das müssten die Herren beantworten. Aber von meinem Klientel sehe ich junge als auch alte Menschen. Und die kommen dann schon mit einem Rezept vom Arzt zu Ihnen? Ja, das ist immer Grundbedingung, damit die Krankenkassen sich überhaupt an den Kosten beteiligen. Deshalb kläre ich das mit dem Patienten vorab ab, dass sie wirklich sich um ein Rezept kümmern. Wenn jetzt so eine Diagnose vom Arzt gestellt wird, Reizdarm, geht es zur Ernährungsberatung, was empfehlen Sie den Herrschaften? Das ist jetzt eine kleine Frage, aber kompliziert zu beantworten. Das liebe ich. Ja, das betrachte ich natürlich mit dem Patienten individuell. Es gibt ja keine normale Ernährung. Jeder ist doch anders und ich versuche als Ökotrophologin den individuellen Ansatz. Ich gucke, wo die Schwerpunkte oder welche Ernährungsmuster der Patient hat und versuche mit dem Patienten einen Lösungsweg zu finden. Da, wo es Defizite gibt, versuche ich mit dem Patienten das im Gespräch zu klären, wo es Möglichkeiten wirklich gibt. Manchmal auch so alltägliche Dinge, wie kann ich Rezepte verbessern, dass sie auch zu meinem Problem passen. Das Wort Ballaststoffe tauchte eben in einer netten Karikatur auf, Herr Professor. Wenn ich zu Ihnen gehe, erwarte ich natürlich auch irgendwelche Ratschläge, aber Sie müssen erst mal rauskriegen, wie ernähren sich die Menschen überhaupt? Was machen die da falsch? Essen sie zu viel Zucker? Essen sie zu viel Fleisch? Essen sie zu wenig Gemüse? Machen Sie so eine Anamnese mit den Patienten noch? Ja, die Anamnese steht natürlich im Vordergrund im Erstgespräch. Das dauert immer 60 Minuten mindestens. Also so viel Zeit hat wirklich kein Arzt. Also da plädiere ich wirklich für meinen Berufsstand. Ich habe eine Stunde Zeit, mit dem Patienten wirklich anamnestisch ein Gespräch zu führen, wo Sie selbst auch eventuell Baustellen sehen. Wir reden auch über die Dinge, die gerne gegessen werden. Und manchmal sind die Diagnosen noch gar nicht gestellt worden. Manchmal muss ich dann doch noch mal die Patienten an die Ärzte zurückverweisen, damit es auch ausgeschlossen wird, dass die ein oder andere Krankheit doch noch da ist, noch gar nicht abgeklärt worden ist. Ja, und dann führe ich oder erkläre dem Patienten, wie man ein Ernährungsprotokoll führt. Ich mache das bei Reizdarmpatienten gerne mit einem Beschwerdetagebuch kombiniert, damit man auch einen Zusammenhang mit den Problemen sehen kann. Oft finden dann die Patienten das selbst heraus, wenn sie es geschrieben sind, sehen, dass man doch einen zeitlichen Zusammenhang auch sehen kann. Ja, und dann werden wir dann meistens dann Lösungen ausarbeiten. Sie haben schon ganz viel gesagt, Zucker ist ein Problem, es gibt Probleme vielleicht, Milchzucker, Fruchtzucker, Sorbit, Zuckeralkohole zum Beispiel. Ja. Und da gucken wir, was man wirklich auch verändern kann. Und die Ballaststoffe spielen wirklich eine sehr große Rolle. Also nicht nur, dass die Patienten dann fliegen, wenn sie zu wenig haben. Spielen denn Allergien auch eine Rolle? Bei dem Thema Reizdarm muss man manchmal schon an eine Allergie denken, natürlich. Aber wenn wir nur über Reizdarm reden, ist das nicht das Hauptthema. Da sind es eher Unverträglichkeiten gegen die einzelnen Lebensmittel. Ich habe ja hier bei den beiden Herren gelernt, dass die Diagnose wahnsinnig schwierig ist, weil eben so viele Sachen ausgeschlossen werden müssen. Ich stelle mir vor, ein Chirurg, der sagt, Armbruch, prima, ne? Kriegen wir hin, genagelt, geschient oder gegipst, fertig. Aber beim Reizdarm oder ähnlichen Krankheiten, die solche Symptome auslösen, ist die Diagnose ja wahnsinnig schwer zu stellen. Wenn jetzt der Hausarzt einen Patienten zur Ernährungsberaterin schickt und sagt, Reizdarm, geh mal hin, lass dich mal beraten, was du richtig machen kannst, ist sich der Arzt denn dann schon so richtig sicher, dass er auch einen Reizdarm hinschickt oder dass er einfach jemanden hinschickt, dem das gut tut, wenn er seine Ernährung umstellt? Also nein,
ist er eben nicht, kann er gar nicht sein. Das war ja ein Ziel des Vortrages von mir, zu betonen, dass man verschiedene Untersuchungen machen muss. Das sind Blutuntersuchungen, um eine Entzündung auszuschließen. Das sind Stuhluntersuchungen, Darmspiegelung. Frauen gehen zum Frauenarzt, lassen Tumor im Bereich der Gebärmutter ausschließen. Das muss unbedingt vorher gemacht werden. Ein Punkt noch, Sie haben gerade gefragt, hängt das Ganze mit dem Alter zusammen? Also grundsätzlich kann natürlich jeder Mensch in jedem Alter das bekommen. Aber je älter man wird, umso geringer ist die Chance, dass das wirklich ein Reizdarmsyndrom ist, und umso höher wird die Chance, dass da etwas dahinter steckt, was man abklären muss. Ja? Also der 70-jährige Patient oder die 70-jährige Patientin, die plötzlich Verstopfung kriegt, die hat dann kein Reizdarmsyndrom. Dann muss man eben wirklich auch an Tumor denken oder an eine Entzündung oder Ähnliches. Da spricht der Arzt, wenn er von Chance spricht. Aber jetzt nochmal zu Ihnen, Frau Latter. Darf ich das nochmal wieder an das Mikrofon? Die Frage, stehen Sie dann auch im Kontakt mit den behandelten Ärzten, die die Patienten zu Ihnen geschickt haben? Erwarten die von Ihnen dann eine Antwort, was Sie vielleicht auch festgestellt haben? Oder tauschen Sie sich aus oder hoffen Sie einfach, dem Patienten geht es hinterher besser und der berichtet seinem Arzt? Ja, ich frage in der Regel meine Patienten, ob die überhaupt das möchten. Die meisten sind wirklich gut im Kontakt mit ihrem Arzt. Wenn ein Wunsch besteht, dass ich mit dem Arzt in Kontakt trete, mache ich das natürlich selbstverständlich. Aber in der Regel entscheiden wirklich die Patienten. Und wenn ich sage, es muss ein Gespräch geführt werden, dann klappt das in der Regel auch. Haben Sie auch mit Menschen zu tun, die beispielsweise in Einrichtungen wie Altersheimen oder so untergebracht sind, wohnen? Ich stelle mir vor, da besteht das Problem ja auch. Natürlich besteht das Problem dort auch. Ich biete auch Hausbesuche an, auch Menschen, die eingeschränkt sind, komme ich auch vorbei, das ist auch möglich. Aber in der Regel besuchen die Patienten doch mich. Prima. Apropos Besuchen. Die Frau Janssen von der KISS hat mir vorhin erzählt, es gibt überhaupt noch keine Selbsthilfegruppe zum Thema Reizdarm. Sie würde gerne eine ins Leben rufen, hat da hinten eine Liste ausgelegt, wo sich alle, die daran interessiert sind, sich mal zu treffen, eintragen können. Das funktioniert natürlich nicht in der Fernsehaufzeichnung, aber vielleicht kann man da einblenden, eine Telefonnummer, wo auch die Interessierten sich hinwenden können. Das nur mal so zwischendurch. Ja, Frau Latter, dann einstweilen vielen Dank. Geben Sie doch bitte das Mikrofon weiter an den Herrn Höckel. Vielen Dank, kleiner Applaus wäre nicht schlecht. Herr Höckel, Sie sind schon zweimal lobend erwähnt worden von den Professoren und Ihr Wissen ist sicherlich sehr, sehr groß, weil zu Ihnen kommen ja die Leute, die Patienten oder diejenigen, die sagen, ach, das ist nichts, ich gehe erstmal in die Apotheke und der Apotheker, na, der weiß was, der gibt mir was. Was machen Sie denn mit Leuten? Fragen Sie zuerst, kommen Sie vom Arzt oder kommen Sie von alleine? Ja, wie Sie wissen, bin ich ja Krankenhausapotheker, habe aber eine Zeit in der öffentlichen Apotheke gearbeitet und meine Frau ist öffentliche Apothekerin und wir diskutieren halt auch immer darüber. Und ganz wichtig ist, so wie es die beiden ärztlichen Kollegen ja auch vorab dargestellt haben, dass man das hinterfragt, was letztendlich die Selbstmedikation bedeutet. Und in dem Bereich Reizdarmsyndrom ist das Leiden unter Umständen groß. Wir haben ja über Chronifizierung ab 3 Monaten gesprochen, aber vorher kommen die Menschen halt oder während der Zeit auch in die Apotheke. Und da ist es wichtig, das zu hinterfragen, also die Selbstmedikation zu hinterfragen. Der Apotheker, die Apothekerin darf ja keine Diagnose stellen, was richtig ist, sondern der pharmazeutische Blick ist dann das Hinterfragen, warum haben Sie jetzt Blähungen oder Krämpfe? Weil Blähungen und Krämpfe, das sind die Symptome, die streng genommen dieses pflanzliche Bedürfnis nachkommen, also irgendwelche pflanzlichen Arzneimittel zu bekommen, weil Kümmel oder Anis, Fenchel, das kennt man von früher als Kind vielleicht auch und fragt danach. Und ich möchte da meinen Professor für Biologie in Marburg, wo ich studiert habe, zitieren, Professor Wichtel, der gesagt hat, er wünscht sich mal so Schulmedizinern richtig schöne Blähung und nichts in der Nähe außer Fenchel und Anis. Und das muss man letztendlich sagen, die ganzen verschreibungspflichtigen Arzneimittel oder die letztendlich in die Hand des Arztes gehören, sind das ja nicht,
sondern da kommt die Diagnose davor. Und die pflanzlichen Arzneimittel sind dann der Wunsch, wie Kombinationsmittel, Iberogast zum Beispiel oder Carmentin. Also es gibt bestimmte pflanzliche Mittel, aber vielleicht auch der Wunsch nach nach Tees, wo man das hinterfragen kann. Und das sind hauptsächlich die Symptome Blähung und Krämpfe. Wenn man jetzt die Verstopfung sich anschaut, da gibt es einen großen Leidensdruck, weil man da manchmal oder Frau manchmal anfängt, ein Arzneimittel zu nehmen, um die Darmtätigkeit in Gang zu bringen und dann aber bei dem Arzneimittel hängen bleibt. Also das ist auch immer so ein Ansatz, das zu hinterfragen. Brauchen Sie denn das immer oder haben Sie entsprechende Ernährung oder nehmen Sie genug Flüssigkeit zu sich? Auch das kann dann letztendlich schon ein Symptom sein, weil da sind auch Mittel wie Makrokohl oder auch pflanzliche Mittel, die dann verwendet werden, wo man das nochmal hinterfragt. Und bei Durchfall ist es ähnlich, wobei Durchfall eben häufig dramatischer ist. Da nimmt man nichts chronisch, sondern da hat man was und will geholfen bekommen. Und dann ist es so ein Übergang. Und wenn man dann über Quellstoffe reden oder eben entsprechende Flohsamen, Akiokur zum Beispiel, dann merkt man schon, wenn man hinterfragt, nimmt das jemand regelmäßig, weil er den Darm in Gang bringen will oder hat er noch andere Beschwerden, die letztendlich auch im fortgeschrittenen Alter dazu führen sollte, nicht was chronisch einzunehmen, sondern dann das erstmal beim Internisten zu hinterfragen. Genauso ist es aus der pharmazeutischen Sicht zu schauen, was sind Arzneimittel, was Boisson Reid auch andeutet, die vielleicht das auch auslösen können. Also NSAR, also Schmerzmittel, die man auch freikaufen können, können Probleme machen, können aber auch Metformin zum Beispiel bei Diabetespatienten können auch eben Flatulenz, Blähung und Magen-Darm-Beschwerden auslösen. Letztendlich sind Magen-Darm-Beschwerden bei Arzneimitteln schon auch eine Nebenwirkung, die mal auftreten kann, aber wenn es dann lange Zeit auftritt, gehört es zu hinterfragt. Und das ist dann letztendlich das Setting in der öffentlichen Apotheke, wo der Apotheker, die Apothekerin diese Selbstmedikation hinterfragt. Es gibt ja auch Wechselwirkungen von Medikamenten, beziehungsweise Wechselwirkungen von Medikamenten mit Ernährung, also mit bestimmten Lebensmitteln. Alkohol beispielsweise, will ich nicht als Lebensmittel bezeichnen, in dem Zusammenhang wird aber oft so gesehen. Fragt der Apotheker denn auch, wie ernähren Sie sich sonst, wenn ein Patient kommt und nach einem Mittelchen fragt? Ja, das gehört dazu. Das nennt man eben nach Lifestyle-Fragen, also wirklich zu fragen, was essen Sie über den Tag? Sind da vielleicht Hülsenfrüchte dabei oder sind da bestimmte Nahrungsbestandteile, die vielleicht auch zusätzlich noch Probleme bereiten können? Aber sehr häufig ist es so, dass die Ballaststoffe eben fehlen. Also wenn man sehr viel Süßes isst oder nicht so eine ausgewogene Ernährung, die ja nicht so selbstverständlich heute mehr ist, dass man eben da nochmal drauf hinweist, dass bestimmte Arzneimittel, also Schmerzen wieder, Menschen, die starke Schmerzmittel einnehmen, die brauchen eben begleitend etwas, um den Stuhlgang immer in Gang zu halten. Das gehört dann dazu und da ist die Ernährung, das viele, also Wasser, Flüssigkeit dazu zu trinken, wichtig, aber eben auch den Stuhlgang in Gang zu halten. Das gehört dazu und auch das gehört dazu, das zu hinterfragen, ja. Ich habe heute Morgen meine Sommerreifen aufziehen lassen und in dem Autohaus, wo das gemacht wurde, lag so eine Frauenzeitschrift und ein großes Thema war da drin, habe ich gedacht, passt heute Abend, Darmsanierung wurde empfohlen. Von anderen habe ich gehört, das ist Quatsch. Wer kann mir dazu was sagen? Danke, dass ich das jetzt entscheiden darf. Also, was steckt dahinter? Also dahinter steckt letztlich, dass Patienten, die ein Reizdarmsyndrom haben, ein verändertes Mikrobiom haben können. Das habe ich ja gezeigt. Kritisch in diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass viele Patienten Geld ausgeben, um so eine Stuhlanalyse machen zu lassen. Und dann kommen so Tabellen raus, dass sie zum Beispiel Pilze haben. Dann ist große Aufregung, wir alle haben Pilze im Darm. Ja? Oder dass bestimmte Bakterien zu viel sind oder zu wenig. Und
Das Problem ist, wir wissen nicht, was ist normal, was ist gesund und was ist krank. Aber die Idee hinter diesem Begriff Darmsanierung ist, dass man quasi versucht, die schlechten Bakterien zu vertreiben und neue da reinzubringen. Das ist aber sehr kritisch zu sehen und man muss auch wissen, was macht man da eigentlich. Ja? Also man kann nicht einfach mal ein paar Tage ein Antibiotikum nehmen und denkt dann, das wird alles gut. Also positiv gesagt, es gibt in der Tat definierte Erkrankungen, wo Sie Bakterien im Darm haben, die Sie wirklich nicht haben wollen. Und dann können Sie auch für ein paar Tage Antibiotika nehmen, das habe ich ja gesagt. Und dann sind die Bakterien hoffentlich weg und die guten Bakterien kommen wieder nach vorne. Aber das ist kritisch zu sehen und muss man wirklich erstmal genau gucken. Einfach mal so Darm sanieren, das haut nicht hin. Und diese Packungen, die es da so mit bunten Bildchen gibt, die man nicht vom Arzt verschrieben bekommt, sondern vom Apotheker über den Counter gereicht, sind wahrscheinlich noch schwerer verdaulich. Also ich fand es als Apotheker, und das nehmen viele auch als Aufgabe wahr, diese bunten Bildchen, diese Werbung zu hinterfragen, den Wunsch zu hinterfragen beim Patient. Und die meisten seriösen Apotheken machen das auch, um dann nochmal auch das nochmal zu klären. Was ist eigentlich hinter dem Wunsch, was zu ändern und eben den Leidensdruck dazu, also die Werbung dazu zu nutzen. Das ist natürlich was, was man aus schulmedizinischer Sicht und aus pharmazeutischer Sicht auch an Probiotika festmachen kann. Also auch da gibt es einige seriöse Mittel, die man in der Apotheke auch frei kaufen kann, die aber letztendlich auch nochmal hinterfragt werden, ob jemand immunsupprimiert ist, darf die zum Beispiel nicht nehmen. Dann gibt es aber was, was aktiv auch Thema Antibiotika auch in der Apotheke erfolgen kann, dass man das parallel empfiehlt, um den Darm, die Reduktion der Bakterien im Darm während der Antibiotikatherapie nicht so stark ausprägen zu lassen. Also auch da kann man begleitend in der Beratung, in der Selbstmedikation etwas unternehmen. Aber dieses Überwerbung, da kommen wir ja nachher in der Diskussion, denke ich, noch zu, ist es einfach so, das merkt man immer an, ab 28,50 Euro oder 48,50 Euro, da sollte man immer noch mal hinterfragen, seriöse Menschen fragen, ist das was für mich oder ist das jetzt eine Werbung, die mit meinem Symptom spielt? Es gibt ja auch die kleinen Joghurtdrinks mit rechts- oder links drehenden Deckeln. Die kosten nicht 28,50, aber wenn Sie einen Monat rechnen, wird das auch eine ganze Menge. Ne? Was sagen Sie denn zum Thema Joghurt? Ja, da hat es mich schon richtig unter den Fingernägeln gebrannt. Also wir haben jetzt immer vom Probiotika geredet, also von den lebenden Kulturen. Das ist auch sehr praktisch für Patienten, die jetzt ja die Lösung wieder in der Apotheke erhoffen, sage ich jetzt mal ganz provokant. Ich als Ernährungsberaterin würde doch gerne dann auch noch die Ballaststoffe und die Bakterien aus präbiotischen Stämmen erwähnen wollen. Das heißt also, Ballaststoffe in Gemüse enthalten wirklich auch günstige Bakterien, die Bakterien im Darm sozusagen gezielt fördern und dann zum Beispiel auch den Stuhlgang festigen können. Und das ist natürlich viel schwerer umzusetzen, wenn man berufstätig ist, kann ich ja ganz schnell sagen, essen Sie mal mehr Gemüse, was natürlich ich auch sage, aber das ist ja die Umsetzung viel schwerer. Was ist überhaupt in den Alltag kompatibel, damit ich wirklich mehr Gemüse reinbekomme, weil Gemüse mit den löslichen Ballaststoffen ja auch eine Fähigkeit hat, Wasser aufzunehmen und auch den Stuhlgang zu verbessern. Als Gartenbesitzer frage ich jetzt mal, rohes Gemüse oder gekochtes, gedünstetes, gewärmtes? Ja, da bin ich vielleicht entspannter als so mancher Arzt. Also ich möchte eigentlich, das Ziel ist, möglichst viel Gemüse reinzukriegen. Ob gekocht oder nicht gekocht, da würde ich doch eher sagen nach Verträglichkeit. Also ich kann ja nicht ein Gemüse essen, was ich nicht vertrage im rohen Zustand. Also das ist ja so die Überlegung, was ist möglich, welche Gemüsesorten sind vielleicht, oder bei der Farbauswahl, bei Paprika kann man das ja auch schon ganz schön feststellen, die reife Paprika, die gelbe und die rote sind viel besser verträglich als die grünen zum Beispiel. Man könnte überlegen, die vielleicht zu schälen, manchmal ist dann auch die Verträglichkeit verbessert. Also es sind so kleine Punkte, die man im Gespräch mit dem Patienten mal abfragen kann. Es gibt vielleicht auch Lieblingsgemüse
Und es zu tun, es zu essen, ist der wichtigste Ansatz. Und das gilt auch so bei den Hülsenfrüchten. Das fand ich ganz nett, dass Sie das sagten. Also wenn Hülsenfrüchte echt ein Problem seien für alle, würde ich sagen, würden ja unsere Veganer alle unter der Decke schweben, weil doch die sehr viel Eiweiß über Hülsenfrüchte aufnehmen. Und je mehr man davon isst und mehr sich der Körper daran gewöhnt, hat er auch eine Chance, damit umzugehen. Ja, vielen Dank. Moment. Ja, das ist ein tolles Plädoyer. Man muss eigentlich heute sagen, der Flexitarier, das ist ja das neue Zauberwort, ist eigentlich derjenige, der im Vorteil ist. Gemeint ist damit, dass der Mensch über Jahrtausende eine Ernährung hatte, die eigentlich nicht im Bereich des Fleisches hauptamtlich lag, sondern im Bereich von dem, was auf dem Feld und an den Sträuchern wuchs, also Gemüse, Kornprodukte und so weiter. Und das ist eigentlich auch eine Empfehlung, die man allgemein heute geben sollte. Fleisch reduziert 2-3 Mal die Woche, vielleicht ideal einmal Fisch davon und mehr auf Gemüse und in Anführungsstrichen sagen wir ja dann gesunde Kostformen überzugehen. Ich habe eben gerade auf die Uhr geguckt. Wir plaudern hier oben so nett und Sie behalten die Ruhe bei. Das finde ich lieb. Aber jetzt komme ich zu Ihnen runter, denn Sie haben bestimmt ganz viele Fragen. Wer macht den Anfang? Ich bin gleich da. Wollen Sie ein Wasser haben? Ja, gerne. Freiwillige vor. Ach, die Frau Dr. Müller, ja. Das ist doch nett. Ich melde mich ja immer, wenn zunächst erstmal sich keiner meldet, dann können Sie sich alle anschließen, genau. Meine Frage ist, ist es eigentlich auch möglich, dass man, wenn man als junger Mensch ein Reizdarmsyndrom hat, das sich verwächst, also in Anführungszeichen, dass man später auch ohne Behandlung gar keinen Reizdarm mehr hat? Ist das möglich? Kurze Antwort. Ja, ich denke, es hängt zusammen mit Lifestyle-Änderung. Also Ernährung spielt eine sehr wichtige Rolle, haben wir jetzt alle auch nochmal bestätigt bekommen. Und ich denke einfach mit zunehmendem Alter, Menschen ernähren sich anders, die Lebenssituationen ändern sich. Und wir sehen immer wieder Patienten, wo sich auch das Beschwerdebild verschiebt. Ja, also ich denke, das ist im Fluss und durchaus auch im Laufe der Jahre Veränderungen unterworfen. Hat denn die konfektionierte Nahrung, die Fertiggerichte, die man kaufen kann, die Dosengerichte, das Tiefkühlgemüse, hat das auch einen Einfluss nicht nur auf das Ernährungsverhalten der Menschen, sondern auf das Krankheitsbild? Da sprechen Sie ein wichtiges Thema an. Wenn ich so durch die Supermärkte gehe und einen Blick in die Einkaufskörbe lege, finde ich doch kaum Frisches. Wenn ich so meine Kindheit zurückdenke, Beispiel Eis, da habe ich eigentlich ein Eis, kannte ich aus Sahne, aus Ei und Zucker. Und wenn Sie heute in den Supermärkten mal auf der Zutatenliste von einem Eis schauen, da denke ich, muss man fast ein Chemiestudium hinter sich gebracht haben, weil doch da so viele Dinge draufstehen, die man gar nicht mehr aussprechen kann. Also ein Eis besteht heute im Wesentlichen aus entrahmter Milch, aus Glucose, Fructose oder Isoglucose. Das ist das Beispiel, dass auch sich die Lebensmittel verändert haben und der Körper gar nicht mehr so direkt mit umgehen kann, weil es wirklich andere Stoffwechselwege auch benötigt werden. Vielen Dank. Ja, da sehe ich ein Händchen. Moment, ich komme zu Ihnen. Warten Sie bitte auf mich, denn das ist ja eine Fernsehsendung und dann sollen die Zuschauer auch Ihre Frage verstehen. Ich halte das fest. Ja, ich frage nochmal wegen dem Joghurt. Mir wurde empfohlen von einer Ernährungsberaterin stichfesten Joghurt wegen den Bakterien oder weiß ich was. Hatten Sie nicht beantwortet, die Frage mit dem Joghurt? Ja gut, danke, dass Sie mich erinnern. Ja, der Tipp der Kollegin ist gut. Also es gibt so ein paar Hinweise, die auf einen guten Joghurt hindeuten. Das ist sicherlich das Wort stichfest ein gutes Signalwort. Man kann auch auf den Kohlenhydratgehalt achten, der auf der Rückseite des Lebensmittels steht. Wenn auf der Nährwertanalyse steht unter 5 Gramm Kohlenhydrate, ist das schon so ein Hinweis, dass er besser vertragen wird. Der Fettgehalt spielt auch eine Rolle. Je fetter der Joghurt ist, natürlich enthält er mehr Kalorien, aber er wird in der Regel auch besser vertragen.
Es gibt auch den Hinweis, den habe ich aber hier in Kassel noch nicht gefunden, mit bulgarischen Kulturstämmen. Das habe ich im Norden und in Bayern oft gesehen im Joghurtregal. Ich würde immer empfehlen, einen Naturjoghurt oder ein Sauermilchprodukt zu verzehren. Da spielt der Quark und der Kefir und die Dickmilch sicherlich auch eine Rolle. Aber Patienten empfehlen schon, zweimal am Tag ein Sauermilchprodukt zu essen. Ja, da muss ich noch mal gleich nachhaken. Dickmilch ist so eine Sache. Welche Milch wird denn noch dick, die Sie im Laden kaufen? Ja, früher hat man es auf die Fensterbank gestellt. Ne? Heute wird sie gammelig, weil man Haarmilch kauft. Ja, die Dickmilch gibt es auch im Supermarkt. Das ist ein Nischenprodukt, man muss schon ganz schön schauen. Aber die Dickmilch hat den Vorteil, dass sie nicht so sauer ist wie der Joghurt. Und da kommen so Joghurtanfänger oft besser mit zurecht. So, aber jetzt wieder ins Publikum. Ja, mein Problem ist, ich bin auf der Suche und habe noch keine endgültige Diagnose über meinen Hausarzt. Ich habe erst einen Termin im Mai bei einem Gastroenterologen. Mein Problem ist, ich bin von Laktoseintoleranz jetzt auf Enzymmangel der Bauchspeicheldrüse angelangt und habe immer noch wirklich enorme Beschwerden und weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich essen soll und wie ich damit umgehen soll. Ich bitte mal um eine Meinung und was ich diese Zeit, die ich jetzt noch brauche, überbrücken kann, damit ich mich überhaupt annähernd gesund ernähre und ohne Mangel da groß rauskomme. Danke. Also Enzymmangel der Bauchspeicheldrüse, das ist ja eine Diagnose, die unbedingt auch mit in Erwägung zu ziehen ist, wenn ein Durchfall im Vordergrund steht. Da bin ich jetzt auch aus Zeitgründen nicht näher drauf eingegangen. Man bestimmt das in der Regel, indem man einen sogenannten Parameter Elastase im Stuhl misst. Das Problem ist nur, wenn man aus anderen Gründen Durchfall hat, ist der Stuhl auch dünnflüssig und dann kann der Wert falsch niedrig sein. Also nur weil man einmal einen niedrigen Elastasewert im Stuhl hat, bin ich noch nicht so sicher, ob man wirklich dann so eine nicht ausreichende Funktion der Bauchspeicheldrüse hat. Sie nehmen wahrscheinlich dann ein Präparat ein, was die Funktion ergänzen soll, ersetzen soll, und das kann man auch ungefährlich machen. Also selbst wenn der Gesunde das einnimmt, schadet man sich nicht, und zur Überbrückung ist das eine gute Idee, bis dann ein Kollege die wirkliche Diagnose vielleicht bestätigt oder auch verwirft. Ja, ich möchte dazu sagen, dass ich versuchsweise ja erst angefangen habe mit Laktase, was mein Arzt vermutet hat. Da haben wir einen Test gemacht, der war eigentlich leicht positiv. Dann haben wir einen Test gemacht, einen Stuhltest. Daraus ging hervor, dass kein Mangel an Enzymen bei der Bauchspeicheldrüse vorhanden sei. So, und jetzt ist das dieser Endstand, mit dem ich jetzt zurzeit lebe und weiß überhaupt nicht, wie und was. Also ich muss auch sagen, ich habe auch Creon dann genommen. Und die Wirkung von Creon und die Laktase lässt nach und ich habe nach wie vor starke Schwierigkeiten. Dazwischen war eine Phase, wo beides angeschlagen hat, das heißt die Laktase und die Enzyme der Bauchspeicheldrüse. Also ich glaube, dann müssten Sie wirklich abwarten, bis man weitere Diagnostik macht. Das kann man jetzt so im Gespräch dann nicht mehr klären. So, jetzt darf ich mich mal kurz, Entschuldigung, hier durch, ja, machen. Ich möchte keine Aufnahme haben, keine Fernsehaufnahme. Okay, ja. Achso, Sie waren es, okay, ja. Ja, ich wollte fragen, wenn ein junger Mensch, also ungefähr 20 Jahre, ich kenne einen Fall, Reizdarmsyndrom diagnostiziert bekommen hat und es geht nicht weg, über viele Jahre hinweg. Kann das irgendwelche Folgeerkrankungen nach sich ziehen? Und wann wären denn Kontrolluntersuchungen möglich? Kann man zum Beispiel durch diese ständige Reizung Krebs bekommen oder so? Also durch ein Reizdarmsyndrom bekommen Sie definitiv keinen Krebs. Ein Reizdarmsyndrom, was sich über viele Jahre überhaupt nicht behandeln lässt, das kann das Reizdarmsyndrom sein, das kann auch die Diagnose in Frage stellen. Also das kann man so nicht beantworten. Ich glaube, was ich ja auch versucht habe zu sagen, Reizdarmsyndrom ist eine Ausschlussdiagnose. Man muss ganz, ganz viele andere Erkrankungen ausschließen. Natürlich kann auch ein Reizdarmsyndrom lange Zeit nicht gut behandelbar sein. Also ich denke, das A und O ist vernünftige Diagnostik.
Würde man dann sagen, nach 10 Jahren soll man dann nochmal eine ganze Untersuchung der Angelegenheit machen? Unbedingt. Oder, ja. Oder auch früher. Also wenn es Ihnen nicht gut geht, dann haben Sie ein gutes Recht zu sagen, ich bin nicht zufrieden. Ja. Da muss man gucken. Ja. Okay, meine andere Frage war noch, diese vielen Untersuchungen, die eigentlich nötig sind, um rauszufinden, was steckt dahinter, ist das eigentlich Standard in Kliniken oder wo ist, wird das standardmäßig gemacht oder machen das nur einige Institutionen? Wie sieht das da aus? Also wir haben ja gehört, dass das ein breites Spektrum ist, was man alles macht, von Stuhluntersuchungen bis Blutuntersuchungen bis Darmspiegelungen und so weiter. Also vieles kann man ambulant machen und ich würde auch ausdrücklich dazu raten, das erstmal intensiv mit dem Hausarzt zu besprechen. Vieles macht der niedergelassene Magen-Darm-Spezialist. Ja, gerade die Darmspiegelung im ambulanten Bereich ist ja die Domäne des niedergelassenen Magen-Darm-Spezialisten und erst eigentlich, wenn da gar nichts mehr geht und man gar nicht mehr weiter weiß, dann kommen die Patienten auch ins Klinikum oder ins Agaplesion-Krankenhaus. Also dann muss man eben weiter gucken. Das ist aber sicherlich eine Minderheit von diesen Patienten. Üblicherweise wird das ambulant abgeklärt. Eine Frage an den Apotheker Iberogast. Wurde negativ beschrieben, dass dort etwas drin ist, was also durchaus krebsfördernd oder weiß ich was ist und nicht so gut sein soll. Weil man bekommt ja vieles von der Apotheke auch als Rat. Da gibt es also mehrere Produkte. Ist die Frage bei Reizdarm, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten zu sagen, okay, das sollte man nehmen, das sollte man nicht nehmen oder wie verhält man sich da? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das Iberogast ist ein bisschen ins Gespräch gekommen über das Schöllkraut. Also da sind ja 9 verschiedene Pflanzeninhaltsstoffe drin, extrahiert und das Schöllkraut macht halt in höheren Konzentrationen Leberschädigung. Das heißt, wenn man es über längere Zeit nimmt, ist es ratsam, Leberwerte zu bestimmen beim Hausarzt. Und ansonsten gibt es auch Alternativen ohne Schöllkraut, also wo man mehr Pflanzenauszug hat, wo Schöllkraut nicht drin ist. Es ist aber explizit so, dass die Firma das geprüft hat und gesagt hat, es ist eine niedrige Konzentration und das BfArM untersucht das jetzt gerade. Also es ist ein Untersuchungsverfahren eingeleitet worden und da prüft man nochmal, ob das tatsächlich nicht diese Schwellenwert überschreitet. Im Moment ist es so, es ist unbedenklich, weil es den kritischen Wert nicht überschreitet in dieser normalen 3x20 Tropfen, die man die täglich nimmt. Wenn man es über eine längere Zeit nimmt, ist meine Empfehlung, die Leberwerte bestimmen zu lassen und ansonsten in das Alternativprodukt zu gehen, wo kein Schöllkraut drin ist. Ist auch eine mehr Pflanzenmischung. Bei solchen Krankheiten wie Reizdarm, die ja eine längere Leidensgeschichte hervorrufen und die dann behandelt werden, behandelt man ja oft nur die Symptome. Also wenn ich Sodbrennen habe und nehme ein Mittel dagegen, ist Sodbrennen weg, aber ich gewöhne mich dann an das Mittel und kann ohne das gar nicht mehr leben. Ist das mit den Mitteln bei Reizdarmpatienten genauso? Also bei den pflanzlichen Mitteln, die wir jetzt erwähnt haben, nicht. Es gibt bestimmte, hatte ich schon vorhin angedeutet, auch freiverkäufliche Mittel bei Verstopfung. Und da ist es schon so, da sollte man nochmal über Ernährung und Ursachensuche doch sehen, dass man von einem regelmäßigen Gebrauch wegkommt. Also mit Bewegung, ausreichend Flüssigkeit, entsprechende Ernährungsumstellung und Abklärung, ob was dahinter steht. Und das ist eine quasi Abhängigkeit, weil der Darm, Sie hatten vorhin ja schon ein Arzneimittel angedeutet, das Trachee 19. Also es gibt bestimmte Arzneimittel, auch die dann bei Verstopfung eingenommen werden, die letztendlich zu einer Abhängigkeit führen. Und das ist letztendlich im weiteren Umfeld von Reizdarm, ohne diese Diagnose stellen zu wollen, ist es so, da ist ein Langzeitgebrauch auf jeden Fall nicht ratsam. Professor Schuppert, noch eine Frage. Spielen die Gene eine Rolle? Gibt es sowas wie eine Vererbung solcher Krankheiten? Ich glaube, es gibt die Neigung dazu. Es gibt sicher Familien, wo sowas gehäuft auftritt.
dann daraus zu schließen, dass das genetisch bedingt ist, das halte ich für gewagt. Wir verstehen einfach noch zu wenig davon. Familien essen ja auch oft zusammen, also das kann auch durch die Ernährung bedingt sein, durch bestimmte Verhaltensweisen. Ich glaube, das weiß man einfach noch nicht. Ja, vielen Dank. Oh, ich komme rum, ich sehe ein Händchen. Ich muss sowieso warten. Also ich kämpfe schon Jahre eigentlich mit dem Reizdarm und ich meine bei mir festgestellt zu haben, dass das mit dem Kopf zu tun hat. Ja, und ich, was mir hilft, ist eigentlich Imodium. Das hat man ja früher gesagt, nee, muss nicht sein. Ne? Wenn ich aber morgens weggehe und ich merke irgendwie Stresssituation oder schon der Gedanke, du musst irgendwo hin und es könnte was passieren oder es ist in Ordnung. Und ich nehme dann ein Imodium, das ist für mich eine Beruhigung und dann habe ich den Tag Ruhe. Meiner Sicht überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Die Bauchschmerzen, die manche Leute haben beim Imodium oder vergleichbaren Präparaten, ist, man soll das nicht nehmen, wenn eine Entzündung im Darm ist oder eine bakterielle Infektion. Weil dann haben die Bakterien sozusagen noch länger Zeit, ihren Schaden anzurichten. Und dann in so einer Situation wollen sie eigentlich, dass das alles rauskommt und sich der Darm sozusagen dieser Probleme entledigt. Wenn aber einmal festgestellt worden ist, dass sie keine Entzündung im Darm haben, sondern es wirklich ein Reizdarm vom Diarrhoetyp ist, dann ist das vollkommen in Ordnung, auch bedarfsweise mal in so Situationen Imodium zu nehmen. Ja, ich habe Patienten, die sagen dann, ich gehe in die Stadt, ich muss einfach jetzt auch mal 2 Stunden ohne Toilette auskommen. Da ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Im Urlaub, denn genau. Genau. Sonst würde ich mir viel versauen. So nehme ich morgens ein Imodium 14 Tage lang. Wenn ich nach Hause komme, versuche ich das wieder ein bisschen abzubauen. Ja. Nein, also man muss eben, wie gesagt, bestimmte organische Dinge vorher ausschließen. Aber dann kann man das bedarfsweise einnehmen. Ja, okay. Ja, ich habe meine Frage an Professor Schubert. Sie haben vorher bei der Präsentation gezeigt, dass Sie auch bei dem Reizdarm, da gibt es ja auch sogenannte Histamine. Und da haben Sie jetzt nichts weiter ausgeführt, aber ich hätte eine Frage. Es gibt ja auch die Histaminunverträglichkeit oder Intoleranz. Können Sie da was zu sagen? Was kann man dagegen tun? Oder Histamin ist ja in vielen Lebensmitteln, glaube ich, drin. Und wenn man da Beschwerden hat und da nicht weiterkommt, können Sie da was näher sagen? Es ist ein enorm schwieriges Thema. Also erstmal gibt es ernstzunehmende Spezialisten auf diesem Gebiet, die an die Erkrankung gar nicht glauben, ja, diese Histaminintoleranz. Das sollen ja typischerweise Patienten sein, die bei histaminreicher Kost wie Rotwein und Käse und so weiter die Probleme bekommen. Ein Parameter, den man messen kann im Blut, ist die Diaminooxidase, DAO. Und wenn die erhöht ist, dann kann das anzeigen, dass jemand so eine Histaminintoleranz hat. Meine Erfahrung ist, dass die eigene Erfahrung da weiterbringt als irgendwelche Messungen von Enzymen. Also da gehen wir so in diese Richtung Ernährungsprotokoll, was die Ernährungsberaterin gerne haben möchte. Und wenn da auffällt, dass bestimmte Speisen, die vermehrt Histamin haben, zu Problemen führt, dann glaube ich, ist das der spannendere Ansatz, dann entsprechend diätetisch tätig zu werden, als jetzt irgendwas im Blut zu messen, was in der Regel sowieso nicht weiterführt. Also diese Diagnose ist schwierig zu stellen. Gehen Sie lieber danach, was vertrage ich nicht, und danach orientiert man sich. Zumal diese üblichen Antihistaminika, die man dann versuchsweise einnimmt, meistens auch nichts bringen. Bei Pollenallergikern macht man ja Versuche, quasi Selbstversuch. Man infiziert sie mit einer Nadel, mit einer Substanz, mal gucken, worauf er reagiert. Gibt es denn für den Darmbereich ähnliche Untersuchungsmethoden? Try and error? Genau. Also die Allergie wird meistens überschätzt in diesem Zusammenhang. Also Patienten kommen und sagen, ich habe eine Nahrungsmittelallergie, und dann fragt man,
Und dann ist das zum Beispiel eine Milchzuckerunverträglichkeit. Das ist aber keine Allergie, sondern dann fehlt einem eben ein bestimmtes Enzym. Ich habe bewusst die Allergie nicht genannt. Es wird auch nicht empfohlen, bei Patienten mit einem möglichen Reizdarmsyndrom solche Expositionsteste zu machen, ja, was man ja sonst bei Hauterkrankungen macht. Es nutzt auch nichts, bestimmte Blutwerte zu messen. Zum Beispiel IgE wird ja dann oft im Blut gemessen. Das ist dann hoch und Sie wissen auch nicht weiter. Also meine Erfahrung ist, und das deckt sich, glaube ich, auch mit dem, was viele meiner Kollegen so sagen, ist, dass Nahrungsmittelallergie selten verantwortlich ist für diese Probleme des Reizdarmsyndroms. Wenn Sie eine Allergie haben, das ist meistens eine Akutproblematik, ja, so ähnlich wie ein Wespenstich oder so, wo dann das Gesicht anschwillt. Das ist was anderes. Aber Reizdarmsyndrom und Allergie, ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Dankeschön. So, ich komme noch mal zu Frau Müller. Also mich interessiert einfach noch mal die Laktoseintoleranz. Also ich kenne wenige junge Frauen, die keine Laktoseintoleranz haben. Wie kommt denn das, dass das so zugenommen hat? Auch eine Frage an Frau Lahte. Auch danke. Ja, ich glaube, das Bewusstsein ist gestiegen. Also früher hat man, wie die Herren schon sagten, eigentlich gar nicht so auch über Stuhlgang geredet, über Blähung, über diese ganze Problematik. Ich glaube, es ist ein Lifestyle-Thema. Wenn man ein Thema wie Laktose hat, kann man auch entsprechende laktosefreie Lebensmittel kaufen, die ich überhaupt nicht gerne eigentlich haben möchte. Es geht eigentlich doch eher um den Lifestyle wirklich zu verändern, das Ernährungsmuster zu betrachten, auch die Milch- und Milchprodukte, die man so verzehrt. Das ist ein großes Problem, dass doch wirklich viele Produkte gekauft werden, die tot sind an Bakterien. Also wenn ich an die Fruchtjoghurt-Zubereitung denke, das sind keine Bakterien mehr drin. Also es wäre günstiger nachzudenken, was kann ich wirklich in meinem Ernährungsverhalten verändern. Und die Laktose ist ein großer Markt natürlich da. Die Lebensmittelindustrie fördert ja wirklich diese Produkte. Man muss da nicht in eine Bio-Nische mehr gehen. Selbst in den Discountern finde ich jetzt laktosefreie Produkte, die aber sicherlich nicht für die Patienten gedacht sind. Also in der Ernährungsberatung würde ich doch eher empfehlen zu schauen, was geht, und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, und das deckt sich auch mit der Erfahrung meiner Kollegin, dass doch ein gut ausgewählter Joghurt, wie vorhin der Herr auch fragte, dass der wirklich gute Bakterien auch in den Darm hineinbringt, und dann ist auch die Laktosespaltung noch möglich. Aber ich denke, das ist ein Lifestyle-Thema, wie auch Fructose-Malabsorption, das ist auch ein Thema, was doch sehr viele junge Leute auch betrifft. Da Sie das Mikrofon noch in der Hand haben, kann ich auch noch die Frage nach dem Sauerkraut loswerden, die mir vorhin einer stellte. Spielt das nicht nur im Wohlgeschmack eine Rolle, sondern auch ist gesund für den Darm, Frau Lahter? Ja, super. Ist ein fermentierter Weißkohl, Spitzkohl, ist super, enthält viele Ballaststoffe, bisschen Vitamin B12, das ist sicherlich überbewertet. Das ist das Argument der Veganer, möglichst viel Sauerkraut zu essen. Und wenn man das regelmäßig isst, verspreche ich Ihnen, gibt es eigentlich kein Problem mit Luft im Darm. Das hat was ein bisschen mit der Regelmäßigkeit zu tun. Prima. Ja, da komme ich genau dahin. Und zwar habe ich alles Mögliche versucht. Sauerkrautsaft, Buttermilch, jetzt bin ich gerade bei Enzynorm. Ich gewöhne mich an alles. Ein kleiner Schluck Sauerkrautsaft genommen, tolle Wirkung. 4 Wochen später muss ich einen halben Liter trinken. Genau dasselbe bei der Buttermilch. Ein kleines Glas Buttermilch, 4 Wochen später muss ich einen ganzen Liter trinken. Und so geht es mit allen Sachen. Mein Körper gewöhnt sich schwuppdiwupp daran und dann hilft es nichts mehr oder so gut wie nichts. Ja, dann würde ich sagen, jetzt haben wir ja die Sauermilchprodukte erwähnt. Es gibt natürlich, es ist nur ein Teil einer gesunden Ernährung. Da möchte ich doch dann auch nochmal das Gemüse wieder bewerben, dass das Gemüse als auch natürlich viele Kohlenhydrate recht ungünstig sind. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja 50% der Nahrungsenergie in Kohlenhydrate aufzunehmen. Also das heißt,
die Hälfte des Tagesbedarfs müsste ich in Form von Getreide und Getreideprodukte aufnehmen. Das mag für viele Reizdarmpatienten doch zu viel sein. Also, dass man da doch eher die Betonung auf viel Gemüse legt, obwohl das auch natürlich Kohlenhydrate enthält, aber auch einen hohen Wasseranteil. Da würde ich, glaube ich, noch mal Potenzial bei Ihnen sehen wollen. So viel Brot esse ich bestimmt nicht, dass es die Hälfte meines Tagesbedarfs ausmacht. Was ich eben wissen wollte, ist, wie kommt es zu diesem Gewöhnungseffekt und wie kann man das vermeiden? Das, was Sie sagt mit dem Gewöhnungseffekt, das habe ich jetzt auch noch in der Literatur gehört. Also es wird schon empfohlen, zweimal einen Tag Milchportionen, Sauermilchprodukte zu verzehren. Da reden wir eher so von 150 bis 200 Gramm. Und das, was Sie sagen, ist natürlich eine riesengroße Menge. Da würde ich das, glaube ich, individuell betrachten wollen. Und das kann ich Ihnen jetzt wirklich keine Lösung dazu geben. Oder haben Sie noch eine Idee dazu? Gibt es denn da die Möglichkeit, durch das abwechselnde Zu-sich-Nehmen von verschiedenen Sauerprodukten die kleinen Bakterien zu überraschen? Heute kriegst du mal Milch, morgen kriegst du Joghurt, übermorgen Sauerkraut. Ja, die Milch- und Milchprodukte haben natürlich auch unterschiedliche Bakterienstämme und nicht jeder Joghurt hat die gleichen Bakterienstämme. Das merkt man ja auch, wenn man ein vergleichbares Produkt kauft von verschiedenen Marken mit gleichem Fettgehalt. Das sind, jeder Hersteller macht daraus ein Geheimnis. Man kann nicht nachfragen, welche Bakterienstämme wirklich eingesetzt werden. Aber der Mix ist nicht schlecht. Man kann es natürlich auch noch mal wirklich mit einem Probiotika probieren, mit einem Produkt von verschiedenen Herstellern, die sie selber, die man jetzt auch schon in den Discountern finden kann. Das kann man auch probieren. Aber ich glaube, das ist auch nicht die Lösung für Sie. So, ich suche noch Finger, die sich in die Luft recken. Das ist nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen erstmal für diese mutige Diskussion und doch die vielen Beiträge und begebe mich nochmal zum Podium, denn ich glaube, Professor Reitz, Sie sind in letzter Zeit gar nicht mehr dran gekommen. Einerseits ist es natürlich gut, wenn die Leute keine Fragen haben, die gleich eine Operation, da gibt es ein Mikro, erfordern. Haben Sie denn noch Anregungen, Vorschläge oder Sachen, die Sie ganz unbedingt für die gesunde Lebensweise loswerden wollen? Also Ratschläge kann man ja jeden Tag und ganz viele geben. Das Thema, dass man laktoseintolerant ist, ist ja schon angesprochen, sehr modern. Ich sage immer spaßeshalber, wir sind weder Säuglinge noch Kälber. Also mit der Milch können wir halt nicht so viel anfangen, je älter wir werden. Und es ist sehr, sehr modern, gerade laktoseintolerant zu sein. Das ist ein ganz guter Effekt. Ich bin das auch. Das klingt so ein bisschen immer so. Ja. Aber es ist ganz, ganz richtig, je älter wir werden, umso weniger Milchprodukte vertragen wir. Insofern kommt es tatsächlich darauf an, die gut auszuwählen. Denn wir brauchen Milchprodukte, weil sie zum Beispiel auch andere Stoffe enthalten, die für uns wichtig sind, wie Calcium. Zum Beispiel wird ja im Alter immer diskutiert, Knochenschwund, ich muss was nehmen. Dann heißt es immer, nimm doch mal ein Milchprodukt oder ein Joghurt. Also von daher gute Auswahl und Menge reduzieren. Und wir müssen nicht jeden Tag 3 Latte Macchiato trinken, weil dann ist das mit der Intoleranz schon wieder wahrscheinlich stark genug. Das ist doch. Jetzt habe ich noch eine Dame. Ich möchte nur mal fragen, ob ich gleich zur Untersuchung in Krankenhaus gehen könnte. Bei mir ist es ein bisschen kompliziert beim Hausarzt. Kann man das machen? Wie macht man das? Überweisung? Also das kann man sicherlich, auch wenn es richtig ist, dass ein Großteil der Untersuchungen heute ambulant gemacht werden und auch gemacht werden sollen. Und dafür gibt es ja niedergelassene Magen-Darm-Spezialisten. Aber im Einzelfall, wenn man nicht so mobil ist oder wenn man in einer relativ kurzen Zeit relativ viele Untersuchungen dann machen möchte, anstatt nun jede Woche irgendwo hinzugehen, in einem solchen Fall ist das auch möglich und mit einer Einweisung vom Hausarzt kann man das sicher organisieren. Moment. Der Arzt hat zum Beispiel keine Behindertentoilette. Und aus Angst, wenn man schon das getrunken hat, kann doch passieren, man muss nochmal. Ne? Und das ist alles schwierig. Ne? Schon diese Herzkloppen, es könnte sein.
Nein, das ist ganz klar. Wenn es besondere Umstände im normalen Leben oder in der Situation gibt, so wie zum Beispiel bei Ihnen, dann kann das natürlich auch unter stationären Bedingungen gemacht werden, auch wenn natürlich Krankenkassen das nicht so gerne hören und auch vielleicht auch nicht wollen. Aber es ist sinnvoll, weil es ist auch nicht zumutbar, dass Sie jetzt, sagen wir mal, für auch ausgewählte Untersuchungen mit der entsprechenden Vorbereitung vielleicht dann Ihr Problem haben, zum Beispiel abführen zu Hause für eine Darmspiegelung, ist vielleicht gerade noch eben machbar, aber unter Kontrollbedingungen manchmal doch sicherer und für einen persönlich auch dann einfacher. Ja, herzlichen Dank. Ich sehe da hinten immer drei Finger, aber das ist das Plakat von unserer Partnerkrankenkasse BKK Wirtschaft und Finanzen. Der hat mich heute schon zweimal reingelegt. Er steht nur immer da, macht so, aber sagt nichts. Deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, Frau Later und Ihnen, meine Herren, ganz herzlich zu danken für diese doch sehr einfühlsame Darstellung sämtlicher Symptome, Krankheiten und Schwierigkeiten, die es damit gibt, und vor allen Dingen für die verständliche Darstellung. Das ist ja immer so ein Problem. Fachleute reden gerne in Abkürzungen und weißt ja schon, was gemeint ist und so. Sie haben sich große Mühe gegeben oder Sie haben das naturell, das so rüberzubringen. Ich nehme an, so reden Sie auch mit Ihren Patienten. Dafür auch nochmal besonders herzlichen Dank. Kleiner Applaus, wäre nicht schlecht. Und da das ja die erste Veranstaltung dieses Jahres war, fünf Folgen noch, möchte ich darauf hinweisen, es gibt die Aufzeichnung dieser Sendung ab kommenden Dienstag, 18.37 Uhr, fragen Sie mich nicht, wie diese Zeit zustande kommt, 18.37 Uhr im offenen Kanal. Und nicht nur hier so im offenen Kanal, sondern eben auch im Internet und auf der Internetseite der Da steht's drauf, gucken Sie mal, Internetseite Gesundheit im Gespräch des Gesundheitsamtes. Bleiben Sie gesund und wenn Sie es noch nicht sind, werden Sie es, es lohnt sich. Vielen Dank. Applaus